Oh, yo. Nein, daneben geschossen. Schwerer Lederkörperschutz, großer Mana-Trank, wieder mal. Ja! Was war das? Höfe der Wendung. Seltsame Symbole wurden eingraviert. Da ist noch eine Spinne. Hier ist soweit nichts mehr. Ja, wieder an der Vase gestanden. Aber zum Glück war da jedes Mal keine Falle drin. So. Wollen wir die schon ansprechen? Kein Wunder, dass die Esterianer so rasch Fortschritte gemacht haben. Sie hockten auf einer nie versiegenden Glutsteinquelle. Wir brauchen alle 3 fehlenden Zielortglyphen. Die Esterianer müssen sie in den Ruinen versteckt haben, um die Verderbtheit in der Tiefe endgültig einzuschließen. Ich nehme an, jeweils eine befindet sich hinter einem der aktiven Runentore. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bislang hat euch der Pesthauch des Glutsteins nur stärker gemacht, aber irgendwann wird er die Kontrolle über euch übernehmen. Das denkst du. Und das... Ja, und das denke ich wahrscheinlich auch. Aber das wissen wir zu verhindern. Okay. So, jetzt kommt die goldene Mitte dran. Wenn du beim Klicken auf einen Gegenstand im Händlerbildschirm Shift gedrückt hältst, wird er sofort fair oder gekauft. Ich weiß nicht, wie die Welten hier jetzt aufgebaut werden. Die werden wahrscheinlich... Entweder sind die sofort fertig oder die werden generisch generiert. Ich denke generisch, weil jedes Mal, wie ich das Spiel angefangen habe, war oder sah die Karte etwas anders aus. Deswegen denke ich... Jedes Mal, wenn man hier hinkommt, sieht es jedes Mal auch anders aus. Ja, ich hätte tatsächlich das Spiel ruhig schwerer stellen können. Die meisten Leute beschweren sich über Spiele, die einfach zu schwer sind. Und ich beschwere mich, weil das Spiel zu leicht ist. Weil ich denke, es ist ab und zu auch mal interessant, so ein paar Todesbildschirme zu sehen, so Game-Over-Dinger. Ja stimmt, das Problem hatte ich bei einem anderen Spiel. Habe ich angefangen, wollte es eigentlich präsentieren, habe dazu noch ein schönes Kommentar dazu gelassen und festgestellt, dass ich an der einen Stelle einfach jämmerlich versagte. Und jedes Mal, wenn ich versucht habe, da... Ja, jetzt rede ich wieder, ohne aufs Spiel richtig anzuachten. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, da durchzukommen, bin ich jedes Mal auch wieder verreckt. Das war ein bisschen deprimiert. Deswegen ist diese Aufnahme genauso, wie sie geboren wurde, gestorben. Nämlich sehr schnell und... Ja, kurz und schmerzlos würde ich nicht sagen. Ja, bei der Aufnahme schon. Bei mir war es eher trauriger Tod. Oh. Hit me up. Was haben wir da? Habe ich? Ja, ich habe noch. Und? Aua. Ja. Gorgonenhandschuhe. Z. Gorgonen. Rüstungs. Was? Rüstungsglu. Oder Glue. Rüstungsglu. Okay. 2 Teile, 4 schnellere Angriffe. 2 Teile, 4... ja. Man sollte schon richtig vorlesen. 2 Teile, 4% schnellere Angriff. 2 Teile, 4% höheres Zaubertempo. Olu. Die Übersetzung ist manchmal echt. 2 Teile, 5% schnellere Bewegung. Standardmäßig hat das Ding 2 feuerresistent, 2 giftresistent, Goldfinden um 3% erhöht. Erhöht jeden Elektrizitätsschaden um 5%. Ich hätte schon fast gesagt, wir versuchen die komplette Rüstung mal zusammenzubekommen. Interessiert auch, wie sie aussieht. Und das hier ist ein Schrott. Beschädigter Weingutstein. Na. So, mal weiter. Da haben wir noch ein paar von denen. Die sind echt nur noch Kanonenfutter. Entweder ich bin zu hoch gelevelt oder ist es tatsächlich... Aber vielleicht auch wegen meiner, ja, wie soll ich sagen, Taktik. Ich versuche immer nur einzelne Gegner rauszuziehen, beziehungsweise so weit wie möglich einzelne Gegner. Geht auch nicht immer. Ups. Zur Seite. Passt. Nein, 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 nein. So. Seit der Aufrüstung von meinem Partner hier geht das Ganze auch sehr viel einfacher. Aber das macht auch schon einen großen Unterschied. Nein? Nein. Da ist er. Entschuldigung. Das ist, wenn man die ganze Zeit spricht, kriegt man noch so einen trockenen Hals. Das nächste Mal muss ich mir echt was zu trinken neben dran stellen und das Mikro dann etwas öfter muten. Okay. Ja, die sind, ich vermute stark, die sind generisch erstellt, so ein paar Bereiche, wo man immer wieder sieht, aber halt zum größten Teil einfach automatisch generiert und damit die Welt halt beim mehrmaligen Durchspielen auch interessant bleibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Ganze hier in einem Rutsch fertig macht, beziehungsweise seinen Charakter in einem Rutsch voll gelevelt bekommt, weil wir sind jetzt bei, ja gut, kann man nicht genau sagen, Mysterianische Ruinen, Floor 12. Ich persönlich denke wirklich, es geht noch weiter, beziehungsweise das kann man noch mal, oder sollte man noch mal spielen, wenn man seinen Charakter weiter leveln möchte. Nö. Oh, oh, oh. Sie haben eine Quest erfüllt. Ach, das ist von der Quest gewesen. Ich dachte schon, das wäre so super tolles Ultra-Item. Kunstwolle. Voll eins auf dem Deckel. Bin mir nicht ganz sicher, wie ich das Spiel einsortieren soll. Zum Teil auch. Weil es ist irgendwie so vom Grafikstil sehr kindlich gemacht. Weil es halt dieses comicmäßige, bunte, leicht witzige Design hat. Ach nee, schon wieder. Aber auf der anderen Seite wiederum auch diese Blut und explodierenden Körper und das Ganze. Das zum Beispiel hier war jetzt nicht mehr so kinderfreundlich. Es gibt so mehrere Spiele. Voll auf Comic und witzig und ja, wie soll ich sagen, niedlich machen. Aber dann wiederum doch so ziemlich brutal sind. Ich habe mal eingesammelt, weil ich es kann. Ah, genau. Verbessert die Chance auf kritische Treffer und mit ihren Schaden. 12% Bonus auf kritischen Schaden, plus 1 Chance auf kritischen Treffer. Hier auch 10, 5. Für Fahrkampf auf Entschuldigung. Minus 6 auf Anforderungen für Fernkampfaufrüstung. Plus 24% Schaden für Fernwaffen. Ja, machen wir mal weiter hier. Ja, komm. Wo ich später wieder Reihe. Blundenschusspistole, Schaden pro Sekunde. Nö. Stadtportal. Und hier muss ich ein bisschen Quest-Items sortieren gehen. So. Das bleibt alles. Quest-Items und Ring. Waren wir da? Plus 6 Giftschaden. Plus 2 Bonus an Attribut Geschicklichkeit. 2% erhöhte Erfahrung. Lassen oder wegwerfen? Na, lassen. Noch. Ihre Leiter hat sich auf den Weg gemacht. Ich lern's nicht. Uah. Ich lern's echt nicht. Mit den Fallen jedes Mal dasselbe. Und jedes Mal meckere ich darüber. Nein, jetzt müssten wir nur noch treffen. Mana nicht ausreichend. Oh. Jagdbogen brauche ich nicht. Gucken wir später mal nach, was das alles ist. Jetzt kommen die großen Bosse, wo ich meinen Partner losgeschickt habe. Ah, jetzt schieß doch. Und ging gerade. So. Ich muss wirklich gleich eine Pause einlegen, weil ich merke es gerade am Hals. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Bin ich wirklich trainiert darin, die ganze Zeit da zu reden. Und kriegt langsam, wenn ich jetzt nicht anfange was zu trinken, noch eine heiße Stimme. Dann war es das für die nächste Zeit mit Aufnahmen. Jetzt komm schon. Und er da noch von hinten. Läuft. Oh Gott. Komm mal in die Menge geschossen. Ah. Stadtportal. Ich habe nur Stadtportal gelesen. Weg damit. Weg damit. Oh, Heiltränke. Viel zu viele. Machen wir auch weg. 20 davon reichen bis über beide Ohren. Gucken. Immer noch nicht ganz so gut wie unsere Waffe. Kampfstab. Nö. Handschuhe. Nö. Weg, weg, weg. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, noch. Weg. So. Müssen wir hier nur noch raus. Ja, da ist noch einer. Nein, jetzt. Dich kriege ich und dich kriege ich. Nein. Das da. Machen wir das weiter. Und hier gehen wir... Ja, wie immer. 1, 2, 3. 1, 2. Da ist noch was drin. Was Unnötiges. Die Spinnen mache ich nur noch mit einem Schuss kalt. Kommen wir hier endlich mal raus? Also, aber ich kann auch mehr auf diese Map. Wow. Hallo? Ah, da kommen wir nicht weiter. Oh, Feldbogen. Wie gesagt, ich spiele halt lieber mit Bögen. Nur, dass ich noch keinen guten Bogen getroffen habe. Auch alles pleite. Und Spinne versteckt sich im Gras. Na, mal gucken, wie es gleich weitergeht. Was? Was? Warum? Warum? Ich hab doch das Ding jetzt schon. Mein Partner hängt fest. Was soll das? Jetzt geht doch mal kaputt. Okay, die Spinne hat jetzt 2 Schuss gebraucht. Nein. Da hinten war ein großes, rundes Nichts. Wow. Ich habe mich gerade eben so erschrocken, aber ich sehe gerade, ich habe 0 HP verloren. Ah, Mensch. Wenn man daneben klickt. Sie haben eine Falle ausgelöst. Wenn man Shift drückt und dann in die Richtung einfach nur zielt, dann schießt ihr einfach mal in die Richtung, egal ob ein Gegner steht oder nicht. Manchmal ganz praktisch, damit man ständig den Gegner hinterher rennt. Was haben wir denn da? Und Bogen kommt weg, der ist Mist. Das kommt weg, Ultern, Ring. Normales Schwert, weg. Schwerer Lederkörperschutz, das hatten wir glaube ich schon mal sowas. Nö. Verteidigung. Elektrizität, Giftresistenz, Stärke, ne. Hier haben wir Schultern, ah genau, die Schultern wollte ich noch. Ja, Magie. Das wird wahrscheinlich nichts bei uns, weil wir haben nur 7 Magie. Und hier brauchen wir 11. Und Mana erhöhtes. Mana. Ja, manchmal höre ich, dass ich Mana knapp bin. Aber da bin ich wirklich am Dauerzauber. Na. Vielleicht gibt's Geld. Vielleicht gibt's ja auch gut Geld. Weg,